So, da muss ein Wasser hin, dann muss da ein Wasser hin, dann muss da ein Wasser hin, dann können wir da wieder was rausnehmen und es dahin packen. Beziehungsweise fehlt da immer noch eins. Können wir das da so? Warum fließt das denn jetzt da hinten runter? Na gut, soll mich erstmal nicht interessieren. Soll mich erstmal absolut nicht interessieren und das interessiert mich ehrlich gesagt auch gar nicht. So wichtig ist das nämlich nicht. Was ist das für ein komisches Lied? Ich mach mal eins weiter. So, sehr gut. Also, das kann weg. Wir könnten eigentlich schon mal die Pistons anbringen. Beziehungsweise graben wir uns hier mal wieder ordentlich runter. 3 Ebenen. Genau, das passt. Das passt. Können wir eigentlich hier auch schon mal zumachen? Weil wir werden ja darunter arbeiten. Na gut, einen Abstiegsplatz sollten wir uns eigentlich mal frei halten. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das hier wird runtergezogen, das heißt, hier unten kommen die Pistons hin. Ach, wisst ihr was? Das nehmen wir auch weg. Das können wir ja später wieder zusammenbauen. Ich brauche jetzt einfach ein bisschen Platz zum Arbeiten. So, und zwar müssen die im ausgefahrenen Zustand hier sein. Holen wir uns mal nochmal ganz kurz, machen wir mal Taschen leer. Können wir eigentlich da oben auch erstmal eine Truhe hinstellen? Ich glaube, das machen wir sogar, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit ins Haus laufen muss, wenn ich mal was abladen muss. Beziehungsweise, ich glaube, wir haben sogar noch ein, zwei Truhen in der Crab-Truhe. Eine Truhe, okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch eine zweite Truhe. Beziehungsweise tun wir erstmal hier das Gravel können wir weg. So. Wir könnten natürlich auch mit Gravel arbeiten, dann bräuchten wir keine Sticky Pistons. Ich würde das aber trotzdem gern mit Sticky Pistons machen, weil diese Trennwand, was Wasser und Acker trennt, da, ja, da würde ich gerne Erde oder eventuell sogar was anderes nutzen, was halt nicht runterfällt. Sand, keine Ahnung, könnten wir natürlich nutzen, aber ja, ich glaube mit Sticky Pistons ist das besser. Weil da können wir dann später eventuell auch irgendwie eine farbige Wolle oder so draufpacken, wenn wir komplett lustig sind. Also, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Gravel. Eine Truhe wollte ich noch basteln. Habe ich noch Holz? Ich habe kein Holz mehr. Warum habe ich kein Holz mehr? 6, dann machen wir da 8 draus und dann basteln wir uns mal eine Truhe. Eine zweite Truhe. Nummer 1 und die zweite nehmen wir mal hier aus der Truhe und wir müssen schon wieder schlafen gehen. Wahnsinn. Pack mal einfach draußen so eine Doppeltruhe hin, das stört ja niemanden. Wobei jetzt wieder die Sonne nicht untergeht. Ich gönn mir mal wieder einen Schluck von meiner leckeren Orangensaftschorle. So, köstlich, köstlich, köstlich. Können wir jetzt schlafen? Ja, gute Nacht. Brennt da gerade was? Oder war das die Fackel? Ich glaube, das war die Fackel. Ich glaube, das war die Fackel. Ja, jetzt einmal nach draußen. Ich bin heute schon wieder ein bisschen verplant. Das tut mir leid. Ich bin heute wirklich verplant. So, die Truhe können wir hier so hinpacken. 1, 2. Dann können wir da reinpacken. Die Erde, die wir gerade nicht brauchen. Im Prinzip brauchen wir die Seeds gerade auch nicht. So, dann können wir das nämlich so machen. Das Eisen brauchen wir auch gerade nicht. Dann essen wir erstmal was. Und dann werden wir erstmal probieren, ob das hier mit dem Wasser überhaupt hinhaut. Beziehungsweise, nee, machen wir nicht. Das klappt schon, das ist kein Problem. Also die Pistons müssen im ausgefahrenen Zustand hier oben sein. Das heißt, da unten werden sie verbaut. Das war jetzt auch nicht so klug. So, da unten werden sie verbaut. Und da müssen wir vor allem mal gucken, wie wir das mit den Repeatern machen. Weil die müssen ja alle gleichzeitig losgehen. Ich glaube, das geht eigentlich. Das hier muss auf jeden Fall noch weg. Wenn sie hier verbaut sind, dann können wir, glaube ich, hier die Redstone-Leitung legen. Hier nehmen wir aber erstmal die Kohle raus, weil die ist ja sehr, sehr wertvoll. Und nur so eine kleine Ader. Na gut, doch nicht. Mal gucken, ich hoffe, dass ich jetzt keine Wasserleitung anzapfe. Eigentlich können wir hier auch mit Erde zumachen, das sieht ja keiner.
So, sehr schön. Dann können wir das mal so machen. Alles klar. Also hier kommen die Pistons hin im ausgefahrenen Zustand so. Da unten kommt die Redstone-Leitung. Wollen wir uns erstmal das ganze Redstone-Zeug basteln? Hätte ich natürlich auch vorhin dran denken können, aber Sinan ist ja wieder mit den Gedanken ganz woanders. Das ist... Unglaublich, Sinan, unglaublich. So, mal kicken. Repeater haben wir, glaube ich, noch gar keine. Haben wir ja so gesehen auch noch gar nicht gebraucht, oder? Nee, ich sehe hier keine Repeater, dann basteln wir uns welche. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie das geht. Ich werde das jetzt ganz dreist einfach mal nebenher in der Minecraft-Wiki nachschauen. Ja, nehmen wir mal das mit. Das reicht, glaube ich. So, mein Browser ist nämlich noch offen. Wir machen das jetzt mal ganz dreist so, dass ich hier Redstone Repeater eingebe. Und dann gehen wir hier auf Verstärker. Dann schauen wir ganz kurz nach, wie das gebaut wird. Okay, Redstone Fackeln, Redstone und Cobblestone ist das, oder? Nochmal ganz kurz gucken. Ist das Cleanstone? Ich glaube, wir haben sogar noch Cleanstone, oder? Haben wir keinen Cleanstone mehr? Ach, Freunde, warum bin ich so doof im Kopf? Vielleicht geht es auch mit Kobbel, ich weiß es nicht. Wir brennen jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen Cleanstone, falls es nicht hinhauen sollte. Holz brauchen wir natürlich, um Redstone-Fackeln zu basteln. Nehmen wir mal den 64er-Stack, dann basteln wir uns da ordentlich Sticks draus. So, machen wir mal aus den 32 mal 2 Stacks Sticks. Nur eine, okay. Machen wir uns 64 Redstone-Fackeln und dann können wir mal probieren, ob das hier schon mit Cobbles hinhaut. Ne, da brauchen wir tatsächlich Cleanstone dafür, okay. Das war jetzt ein bisschen blöd. Das war jetzt tatsächlich ein wenig doof von mir, das wusste ich nämlich nicht. Machen wir das mal so, dann nehmen wir mal hier die 64. 1, 2, 3. Tatsächlich, Redstone Repeater. Wir brauchen 7, 14 Stück und wahrscheinlich auf dem Weg zum Keller noch ein paar. Das heißt, wir werden hier Ewigkeiten brauchen. Und wir brauchen wahrscheinlich noch mehr Cleanstone. Ah, Sinan. Du bist manchmal so doof im Kopf, mein Sohn. Das ist wirklich ab und zu. Na gut, dann machen wir das so, dass wir hier derweil das Eisen sammeln. Machen wir mal das Redstone hier wieder ganz fix rein, während wir hier das Eisen aus den Öfen nehmen. Was auch wieder extreme Erfahrungspunkte gibt. Das ist der Wahnsinn. Fast eine Stufe pro Stack. Fast 29. 29, jetzt werden wir wahrscheinlich 31, oder? Na gut, 30, okay. Sehr gut, Wahnsinn. Also wir haben jetzt echt extrem viel Eisen. Können wir doch nochmal gucken, was wir daraus basteln. Wahnsinn, eine Reihe schon. Das nehmen wir wieder mit. Und das ist jetzt halt doof mit den Cleanies. Ich dachte, wir haben Cleanies. Haben wir die in der... Das war sicher Schrammo, oder? Ich fülle meine Kisten von unten auf. Böser Schrammo. Alles klar, dann können wir jetzt auf jeden Fall einiges an Repeatern basteln. So. Brauchen wir so viele? Ich würde sagen, wir machen einfach mal 30 Stück. 30 müssten auf jeden Fall genügen. Das Cleanstone kann ja vor sich hinbrennen, juckt uns nicht. Redstone-Fackeln bräuchten wir vielleicht noch ein paar. Wobei wir die auch in der Tasche natürlich herstellen können. Machen wir das mal so. Alles klar. Ich glaube, das sollte genügen. Ah ja, Sticky Pistons brauchen wir noch. Ja, da muss ich nochmal ganz kurz nachschauen. Piston. Ich sollte mich besser vorbereiten, gell, Freunde? Piston. Hallo, wo sind Sticky Pistons? Hallo, Sticky Pistons. Haftender Kolben. Okay, wir brauchen auf jeden Fall normale Kolben erstmal. Dafür brauchen wir Redstone, Eisen, Holz und Cobbles. Redstone, Eisen, Holz und Cobbles. Nehmen wir mal von hier hinten, da haben wir ja mehr als genug. Redstone, Eisen, Holz und Cobbles. Okay, Pistons brauchen wir. Jetzt dachte ich schon wieder, es wird dunkel. So, jetzt nochmal ganz kurz nachschauen. Redstone, Eisen, Holz und ganz oben
kommt Holz hin. So, dann kommt hier einmal so, einmal so, einmal so. Muss ich nochmal ganz kurz nachschauen. Eisen, okay, dann machen wir das so und Redstone. Okay, wie viel brauchen wir? Wir benötigen 7, 14 Stück. Machen wir mal ein paar mehr. 17, das ist glaube ich in Ordnung. Die Frage ist, ob wir jetzt 17 Slimeballs haben. 10 Slimeballs haben wir und wir haben volle Taschen. Das ist nicht gut. Das Holz an sich brauchen wir jetzt aber erstmal nicht mehr. Das heißt, das können wir hier wieder einlagern. So, okay. Das war blöd. Wir könnten jetzt natürlich nochmal kurz in den Sumpf und schauen, ob da 10 Stück. Wir können es ja jetzt erstmal auf einer Seite probieren. Ob das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Redstone haben wir auch mitgenommen, oder? Jetzt habe ich es wieder in die Kiste gepackt, oder? Ich bin doch echt ein Vollhorst vor dem Herrn. Das gibt's doch nicht. Haben wir überhaupt genug Platz? Ne, das Eisen können wir wieder in die Truhe kloppen. Das ist so eine bisschen verpeilte Folge hier. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Das ist gerade, glaube ich, alles andere als spannend, mal wieder anzuschauen. Einfach, weil ich so doof im Kopf bin. So, das brauchen wir auch nicht mehr. Und jetzt nehmen wir mal das Redstone mit. So, das müsste genügen. Und jetzt wird es wahrscheinlich eh gleich wieder Nacht. Und da müssen wir schon wieder pennen. Weil die Folge ist jetzt auch schon wieder fast zu Ende. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Jetzt wird es tatsächlich Nacht. Vielleicht bauen wir uns da hinten auch einfach so eine Notunterkunft, dass wir hier nicht die ganze Zeit ins Haus müssen. Die Notunterkunft habe ich euch ja schon mal gezeigt. So. Eigentlich können wir das hier oben auch wegnehmen. Das setzen wir ja dann auf die Pistons drauf. Wobei das hier mit dem Gras natürlich nicht so das Geile ist, weil immer wenn das hoch und runter gezogen wird, ist das natürlich... geht die Grasfläche natürlich weg. So, 10 Stück, okay. Eigentlich können wir da die Erde schon mal draufsetzen, oder? So, dann kann man das auch direkt mal testen. Sehr gut. Klappt, klappt auf jeden Fall, okay. Und es wird auch wieder runtergezogen. Prima, genau das wollte ich auschecken. Das heißt, das funktioniert schon mal. Wir benötigen jetzt da halt noch ein bisschen was und ansonsten können wir hier, glaube ich, schon ein paar Repeater setzen. Wobei es jetzt gerade wieder dunkel wird. So. Hier können wir die Repeater eigentlich auch schon mal setzen. So, dann brauchen wir hier noch ein bisschen Redstone-Leitung. 15 Blöcke geht das, gell? Gut, das könnt ihr mir jetzt natürlich nicht beantworten, aber ich beantworte mir das jetzt einfach mal selber. Wobei, klappt das? Ich bin mir da jetzt gar nicht sicher. Und es wird dunkel. Probieren wir das mal ganz fix aus, indem wir hier eine Redstone-Fackel dran packen. Gut, funktioniert. Ab ins Bett mit uns. Oh, jetzt wird gleich wieder was spawnen. Ich hab Angst, 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 ich hab Angst vor Creepern. Nein! Schnell ins Bettchen, schnell ins Bettchen. So, aber ganz flott ins Bettchen. Lauf, 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 lauf. Gute Nacht. Es wird definitiv was spawnen. Es wird definitiv was spawnen. Also noch höre ich zumindest kein Zombie verbrennen oder so. Nee, schaut gut aus. Wir haben es, glaube ich, auf die Sekunde geschafft, rechtzeitig pennen zu gehen. So, alles klar. Das scheint zu funktionieren, Freunde. Das ist sehr schön. Dann bauen wir einfach hier noch einen Repeater hin, dass das hier auch wirklich schön repeated wird. Genau. Weil das Signal wird ja dann aus dem Keller kommen. Eventuell wäre das gar nicht mal, sogar gar nicht mal doof, die
Apparatur hier von der anderen Seite zu machen, weil so wird das, glaube ich, ein ziemlich... Wobei, das haut schon hin, Sinan, das ist kein Problem. Dann wird die Leitung halt ein bisschen länger, das soll uns eigentlich nicht stören, weil wir können ja zwischendurch immer mal Repeater dazwischen schalten, das ist ja gar kein Problem. Dann kommt das Signal auch ohne Probleme vom Keller bis hierhin.